Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 321. Folge vom Let's Play On the 2. Omnibus Simulator mit mir, auch Julian und Lisa. Wir sind zurück von der Themenwoche auf dem Add-on Gladbeck 2016. Wir fahren jetzt die Linie 380. Sie führt von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen Ruhr Rathaus. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O305. Mit hinterer automatischer Türsteuerung. Wir fahren im Julingen Eulenburg Repaint. Gaswetter ist Stuttgart und Fahrzeit ungefähr zwischen 35 bis 40 Minuten. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Zu Hause. Ich hoffe, euch alle draußen geht allen gut. Mir geht es auch gut, kann ich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 238 Abonnenten und bei knapp 90.500 Aufrufe. Also vielen, vielen herzlichen Dank für euren ganzen kostenlosen Support und Unterstützung. Ich wollte eigentlich, vorher habe ich eine ETS 2 Folge aufgenommen. Aber die war irgendwie ganz komisch gewesen. Ich bin von Bremen Richtung Wien gefahren, Richtung Paris in Frankreich. Durch die Benelux-Länder, also durch Niederlande, Belgien und Luxemburg. Und bei Groningen, also in den Niederlanden, bei der Brücke bin ich ganz normal gefahren. Auf einmal ist der Motor vom LKW ausgegangen. Ich fahre ja immer Automaten mit automatischem Betrieb. Dann habe ich geguckt, wo der Motor ausgegangen ist. Und da habe ich überall bei LKW-Trailer und Laden
überall 100% Schaden gehabt, ohne einen Grund. Also habe ich die Ding löschen müssen. Bis zum Ende und noch viel, viel weiter. Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich hier eine neue OMSI 2 Folge mache. Also die Linie 380 und 381 sind gleich, also das ist der gleiche Linienweg von der Start- und Zielhaltestelle. Deshalb fahren wir dann, wenn wir die Linie 381 beim nächsten Mal fahren wir dann die Rücktour, und zwar vom Burer Rathaus hier nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof, und dann kommt die Linie 383 ran. Und dann kommen die ganzen Schnellbuslinien und zum Schluss die ganzen Nachtbuslinien. Also es sind nicht mehr viele Folgen, also nicht mehr viele Linien von dieser Themenwoche. Nächster Halt.
Grillo-Straße.
geschafft, 75,7 kann man. Nächster Halt, Willy-Brandt-Allee.
Hallo. Hallo. Ich habe auch die Frauenfußball-EM verfolgt im Fernsehen. Lass uns nachladen, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe den orangen Bildschirm vor mir. Das haben sie nachgeladen hat. Rund 90.000 Fans rein. Hallo. Hallo.
30 Grad. Klimalager, da bist du eh nicht. Schloss Berge. Kriegt man ja Hitzewallungen. Kannst du das etwas kälter machen? Nein, ich kann es nicht kälter machen. Vielleicht kriegst du nämlich die Fenster auf.
das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen und euch mein Kanal gefällt und ihr auf YouTube angemeldet seid, dann lasst gerne wieder mein kostenloses Abo da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf dem Video auch einen Daumen nach oben da und schaut gerne Fragen, Wünsche oder Anregungen gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann fahren wir hier die Linie 381. Hier die Rücktour. Und das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O305G mit automatischer Türsteuerung im Julingen-Eulenburg-Vipet. Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf meinem Community-Discord-Server. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanal-Info. Ich wünsche euch noch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, baut gemisst und bis zum nächsten Mal. Euer YouTuber, Streamer und Freund Julian Rieser. Tschüss!